Ja, moin moin und herzlich willkommen in diesem Video. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du zusätzlich Einnahmen zu deinem MLM-Business aufbauen kannst. Und du siehst jetzt hier die Einsicht in einer meiner Affiliate-Bereiche. Das ist hier der Account, den sicherlich viele von euch kennen, vielleicht auch du mit Sicherheit schon kennst. Also Digistore, dort gibt es ja viele gute Produkte. Und wenn du so arbeitest wie ich, dann kannst du darüber, jetzt in diesem Beispiel siehst du, also der Monat läuft jetzt noch, aber zum Beispiel sind jetzt in diesem Monat bereits 1.030,73 € zusammengekommen. Also zusätzliche Einnahmen neben dem MLM-Business. Und ich denke mal für den einen oder anderen zusätzlich ein vierstelliger Betrag. Oder wenn es auch nur anfangs ein dreistelliger Betrag sind oder vielleicht auch nur zusätzlich 50 € im Monat, dann ist das auch noch besser, als wenn man erstmal vielleicht nur 50 € durch sein MLM-Business oder erstmal 0 € durch sein MLM-Business verdient, weil man natürlich im MLM-Bereich erstmal weniger Geld verdient, aber dafür natürlich langfristig durch die Hebelwirkung wesentlich mehr verdienen kann. Aber gerade zu Beginn finde ich, ist es zu empfehlen, zusätzlich das Ganze mit passenden Affiliate-Produkten zu kombinieren. Und wie gesagt, wir finden uns jetzt hier in ein oder einer meiner Programme, wo ich selber zum Beispiel passende Affiliate-Produkte vermarkte, also passende Lösungen in der Regel, die ich selber schon durchgegangen bin oder wo ich auch die Produkte nutze. Also mir persönlich ist es beispielsweise so, dass ich, um ein paar Beispiele zu nennen, Software-Tools, die ich einsetze, also zum Beispiel mein E-Mail-Marketing-Anbieter oder mein Landing-Page-Anbieter, dass ich diese Tools natürlich auch über das Affiliate-Marketing, also über das Partnerprogramm natürlich weiterempfehle. Ich würde diese Programme meine Teampartner zum Beispiel genauso auch weiterempfehlen, wenn ich nicht beteiligt werden würde. Aber wenn es dafür ein passendes Partnerprogramm gibt, dann natürlich auch gerne logischerweise über den Affiliate-Link. Und so kann man natürlich zusätzliche Einnahmen generieren. Oder ich habe ja zum Beispiel diesen Monat einen Facebook-Kurs gekauft, wo ich auch einige interessante Dinge dazulernen konnte. Das waren, glaube ich, 400 €, glaube ich, hat er ungefähr gekostet. Habe ich dann auch zum Beispiel, weil ich davon gute Erfahrungen gemacht habe, davon überzeugt bin, weil ich den Kurs selber durchgegangen bin, auch dann natürlich anschließend auch diesen Kurs an meine E-Mail-Liste weiterempfohlen und dadurch natürlich dann auch zusätzliche Einnahmen generiert. Also wie kannst du nun zu deinem MLM-Business zusätzliche Einnahmen über Affiliate Marketing aufbauen? Zum Beispiel, indem du, so wie ich es halt auch mache, deine Leads, also wenn du so arbeitest wie ich, über eine Landingpage, dann baust du dir automatisch auch einen Vermögenswert durch deine Leads auf. Also das heißt, du kannst diese Leads natürlich immer wieder mit passenden Lösungen passende Lösung quasi anbieten. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, zum Beispiel gerade einen Facebook-Kurs mir gekauft, war damit sehr, sehr zufrieden und habe natürlich dann auch anschließend, weil ich damit zufrieden gewesen bin, diesen Kurs weiterempfohlen. Ja. Und genauso, wie gesagt, auch wenn ich jetzt eine Software nutze, damit zufrieden bin, dann empfehle ich diese Software auch anschließend gerne und in erster Linie natürlich an meine Partner. Ja, ich würde es, wie gesagt, auch dann machen, wenn ich keine Provision dafür erzielen oder dadurch erzielen würde. Aber dann natürlich, wenn ein Partnerprogramm dazu angebunden ist, dann natürlich empfehle ich das Ganze auch über den Partnerlink weiter. Ja? Und so kann man halt, wie gesagt, sich zusätzlich zu seinem MLM-Geschäft weitere Einnahmen aufbauen. Das ist jetzt nicht das große Geld, wie gesagt, aber ich denke mal, Kleinvieh macht auch Mist. Und natürlich, wenn du zu Beginn gerade anfängst, das Business, dann ist natürlich unwahrscheinlich, dass du gleich logischerweise vierstellig zusätzlich verdienst, weil du musst ja erstmal eine gewisse Reichweite aufbauen, eine E-Mail-Liste aufbauen. Doch langfristig wirst du auch dadurch immer mehr Einnahmen generieren, wenn du es so machst, wie ich das selber mache. Und du wirst natürlich, oder anders, auch wenn du jetzt zu Beginn vielleicht nur zusätzlich 50 € oder 100 € dazu verdienen solltest, denke ich mal, ist immer noch besser, als wenn du nur das Geld durch dein MLM-Business dazu verdienen solltest, wo man ja in der Regel erstmal lange, lange wirklich auch dann Partneraufbau betreiben muss, bis dann die Einnahmen interessanter werden, weil natürlich die Einnahmen im MLM-Geschäft erstmal sehr, sehr klein sind, aber dann später durch die Duplikation dafür natürlich ein Vielfaches höher werden können als im Bereich Affiliate-Marketing. Also mein Tipp, nutze deinen Betreibe Listenaufbau
Und wenn du Listenaufbau betreibst, also auch so wie ich, über eine Landingpage arbeitest und du dir zum Beispiel ein gutes Produkt kaufst, davon begeistert bist, davon überzeugt bist, dann mach doch zum Beispiel anschließend einen Erfahrungsbericht dazu, kurz ein Video, oder leite die Leute, wenn die Möglichkeit besteht, anschließend auf ein Webinar, wo du das Ganze vorstellst und anschließend vielleicht dann auf das Produkt zu sprechen kommst. Oder auch wenn du eine gute Software einsetzt, eine Software, die dich in verschiedenen Bereichen erfolgreicher macht, zum Beispiel ein entsprechendes Plugin im Bereich von WordPress oder ein anderes cooles Tool, sei es ein Landingpage-Tool, ein E-Mail-Marketing, ja, ein E-Mail-Marketing-Software, was auch immer. Sei nicht so geizig mit deinem Wissen, ja, also publiziere dein Wissen, wenn du magst, auch an andere Networker, weil die auch daran dann in der Regel beteiligt wissen, so auch dein Marketing zumindest teilweise einfacher refinanzieren kannst. Das war's in diesem Video zu diesem Tipp und mit diesem Beispiel. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Liebe Grüße aus Schwerin, dein Matthias. Ciao, ciao.